An der Salzstraße wird derzeit eine Kindertagesstätte als städtischer Neubau errichtet. Der Zeitraum zwischen dem Ausheben der Baugrube und dem nun schon entstandenen Gebäude war relativ kurz. Bei vielen Bauvorhaben ist gegenwärtig von Lieferengpässen und anderen Problemen die Rede. Termine können daher oft nicht eingehalten werden. Auf dieser Baustelle scheinen die Verantwortlichen ein wenig Glück gehabt zu haben. Wir sind ein bisschen unter Druck. Wir wollen ja im Dezember an die Stadt übergeben, das Gebäude. Jeder kennt die Situation, was mit Material und Personal überall los ist. Wir können uns eigentlich trotzdem glücklich schätzen, dass es hier voranging, obwohl mit einem sehr großen Koordinierungsaufwand sind wir jetzt schon so weit gekommen und auch ein bisschen mit Risiko, denn im Innenbereich ist der Maler schon drin, obwohl wir hier draußen das Dach noch nicht ganz fertig haben. Die Rohbaumaßnahmen wurden bereits zum Ende des zweiten Quartals abgeschlossen. Im Innenbereich verrichten seither die Ausbaugewerke ihre Arbeit. Es ist so weit fertig, dass der Maler im Augenblick beim Anstrich ist. Also Fliesenarbeiten sind fertig. Die ganzen Trockenbauarbeiten sind fertig, sanitär, also die ganzen Installationen, ist ja klar, muss ja noch vor den Fliesen gemacht werden. Wir warten eigentlich darauf, dass der Maler fertig wird, dass die Sanitärinstallation angebracht werden kann. Die habe ich gerade noch mal in Augenschein genommen, bemustert ist das ja alles. Aber was jetzt geliefert worden ist, ob das auch alles das ist, was wir mal ausgesucht haben. Und dann kommt der Bodenleger und dann sind wir da unten fertig. Eine Aufzählung soll an dieser Stelle verdeutlichen, mit welchen Räumlichkeiten die künftigen Nutzer der neuen Kindertagesstätte rechnen können. Das Erdgeschoss ist ja hauptsächlich die Kinderkrippe, also Gruppenräume, Schlafräume, dementsprechende Sanitärräume, was dazu gebraucht wird. Außerdem ist die Küche, also die Ausgabeküche im Erdgeschoss. Da grenzt auch ein Aufzug an, damit dann das Essen für die Kinder oben drüber auch hochgefahren werden kann. Beziehungsweise auch, wenn jemand Behinderte kommt und nach oben möchte, auch dort oben die Räume besuchen kann. Außerdem haben wir im Erdgeschoss noch einen Gymnastikraum, der für den Morgenkreis mitgenutzt werden soll oder für Familien, Besprechungen oder was der Kindergarten dafür ein Konzept hat, auch genutzt werden soll. Der hat eine riesengroße Falltür, dass man den Platz groß genug hat. Dann nutzt man das Foyer und diesen Gymnastikraum dazu. Außerdem kann man von dem Gymnastikraum aus auch nach außen in den Spielbereich gehen. Da gibt es entsprechend dem Konzept vom Kindergarten auch einen Familiengarten. Der wird nicht vom Kindergarten am Tage genutzt, der ist wirklich dafür da, wenn dann die Eltern kommen mit ihren Kindern und noch ein bisschen bleiben wollen, dass sie da noch ein bisschen spielen können. In der oberen Etage wird der Kindergartenbereich entstehen. Auch hier befinden sich, wie in der Etage darunter, eine Reihe von Gruppenräumen. Außerdem werden hier auch noch die Personalräume untergebracht. Derzeit sind die Maler damit beschäftigt, die neuen Räumlichkeiten farblich herzurichten. Wenn dann auch noch die Fliesenleger ihren Teil der Arbeiten verrichtet haben, wird sofort der Fußbodenleger zur Stelle sein. Wie jedes Gebäude verfügt auch diese Kita über ein Dach. Einfach ein paar Balken mit Ziegeln oder Ähnlichem darüber sind aber in unseren Tagen nicht mehr ausreichend. Das ist ja, heutzutage muss man ja alternative Energien mit schon im Bauantrag bringen. Dafür ist auf dem Dach Solar und Photovoltaik. Aber auch den Umweltschutz haben wir nicht vergessen oder den Naturschutz haben wir nicht vergessen. Um das Haus außen rundherum kommen auch Vogelkästen, Fledermauskästen und alles, was jetzt hier in der naturschutzrechtlichen Betreuung aufgerufen wurde. An der Fassade des neuen Kita-Gebäudes wird sich nichts mehr verändern. Hier ist die Gestaltung auch farblich bereits abgeschlossen worden. Dafür verantwortlich zeichnen die Architekten und die Stadt Coswig. Die beiden Spielplätze für die Krippen und die Kita-Kinder sind nahezu komplett aufgebaut worden und könnten theoretisch schon genutzt werden.
Durch den Erhalt großer Teile des alten Baumbestandes werden Kinder und Betreuer an heißen Sommertagen stets ein schattiges Plätzchen finden. Bevor allerdings im Februar 2022 die neue Kita auf der Salzstraße insgesamt 54 Kinder von einem Jahr bis zur Einschulung betreuen kann, gibt es noch einiges an Arbeiten zu tun. Apropos Arbeit, wird man nun noch bei den restlichen Arbeiten im Plan bleiben? Beziehungsweise was könnte jetzt noch schiefgehen? Zumindest Materialprobleme sind ausgeschlossen, weil bereits alles vorhanden ist. Im Augenblick setzen wir alles dran, dass wir im Plan bleiben. Und unsere jetzigen Absprachen, Terminabsprachen, sind auch so, dass wir Ende Dezember fertig sind. Also dass wir vor Weihnachten noch das Gebäude an die Stadt übergeben wollen. Das werden wir auch tun, auch wenn vielleicht noch da oder dort mal Hand anzulegen ist. Aber der Kindergarten räumt im Januar ein. Die müssen ja auch noch Möbel bringen und dies und jenes. So, das wird im Januar passieren, denn am 1.2., so wie ich es gehört habe, wird der Kindergarten dann genutzt. Damit die Eltern ihre Sprösslinge auch Tag für Tag möglichst ohne Stress hier abliefern können, wird es eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen geben. Der Standort des Kindergartens ist übrigens ein klein wenig sensibel. Er liegt nur in rund 50 Metern Entfernung vom Friedhof. Dort herrscht in der Regel die sprichwörtliche Totenruhe, während nebenan fröhliche Kinder nicht gerade ganz ruhig sein dürften. Doch das Thema ist nicht direkt neu, denn genau an dieser Stelle hat es früher schon einen Kindergarten gegeben. Während der Bauphase ist jedoch immer darauf geachtet worden, dass nicht gerade parallel zu einer Beisetzung Baulärm verursacht wurde. Die Gesamtkosten des Neubaus betragen rund 4 Millionen Euro. Die große Kreisstadt Coswig investiert dabei Eigenmittel in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro.